Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Train Fever. Wir sind dabei, dass wir uns hier verbessern und unerwartet gut schlägt sich unser LKW. Was mich natürlich immens freut. Der hat jetzt 200.000, also 10.000 pro Güter verdient der sozusagen, was er hier von Lassan nach Zavelstein bringt. Und das ist schon eine Hausecke. Und wenn man hier jetzt sieht, das warten schon wieder 16. Ja. Das passt doch. Was ist hier jetzt? Ah ja, da passt er nicht durch. Das ist dann doch ein bisschen zu eng. Das bedeutet, du fährst einfach weiter, weil das dauert mir zu lange. Ja, das ist jetzt das Problem mit den großen LKWs. Aber es gibt auch keine größeren. Nein, gibt es nicht. Gibt auch keine größeren Haltestellen sozusagen. Dann lassen wir das Jahr jetzt auch mal noch verstreichen. Wir können derzeit noch mal schauen auf unsere. Ja, da wird jetzt schon. Naja, der erholt sich schon noch, das passt schon. Rechts vor links. So. Da ist ein kleiner Stau. Das macht aber nichts. Zack. Da warten wir jetzt noch auf vier Pakete, die er jetzt in diesem Moment bekommt. Und dann geht es auch schon wieder weiter und die stören sich da nicht gegenseitig. Und dann fahren da schon wieder 200.000 Euros durch die Gegend. Also das ist durchaus auch eine Möglichkeit, um an Geld zu kommen. Eben durch LKWs. Also wenn der Zug nicht rentabel ist, eben die Sache auf die Straße zu verlegen. Kann natürlich durchaus auch ein gutes Konzept sein. So. Der fährt da jetzt noch rein. Natürlich haben wir dann eine Vollauslastung. Klatschpeng. Gut, wir sind im Jänner 2006, haben wieder 400.000 Euro eingenommen. Wir kümmern uns jetzt mal um den Zug und schauen mal, wie viel würde uns welcher Zug kosten. Und werden, ob keiner dran. Denn eigentlich 1,1, 700.000. Denn eigentlich möchte ich ja. Ich schaue immer auf die Erhaltungskosten. Die sollen gering wie möglich sein. Aber das gefällt mir alles nicht. Und da gibt es so vorgefertigte, solche nämlich, die fahren nämlich ziemlich schnell und
Okay, Betriebskosten 2 Millionen, das ist zu viel. Betriebskosten 1 Million, das ist zu viel. 2 Millionen zu viel, zu viel. 1,6 zu viel. Gibt es da nichts Günstigeres? 125 km/h, naja. Das wäre eigentlich die schnellste Bahn, wenn man das jetzt so sieht. Aber da hätte ich halt ein Komplettpaket. Das Problem ist, man muss halt dann auch die 2 Millionen einfahren im Jahr. Und das. Also, wenn ich mich jetzt darauf einlasse, hier so einen Zug zu kaufen, der so viel Betriebskosten hat, dann kann es wieder, ihr wisst es, relativ schnell bergab gehen. Denn so ein Zug braucht auch seine Zeit, bis dass er implementiert ist und bis dass er sich ein. Also. Bis dass er grüne Zahlen schreibt, so auf die Art und Weise bei uns. Und da würde ich dann eher sagen, man kauft so einen. Mal zum Anfang. Und dann mit einem Passagierwaggon. Ich meine, der fährt jetzt 160 oder so. Naja, da geht eh nur der da. Der kostet halt auch schon mal 200.000. Dann haben wir schon 1 Million Euros sozusagen, also über 1 Million, also 1 Million Euro Betriebskosten. Und wie viel kostet die Lok nochmal? 1,4, das sind dann 2, ja, 1,8 sozusagen, oder? Ja, 1,8, 1,9 Millionen Euro, was wir dann eben investieren. In den neuen Zug. Na. Ah ja, Triebwagen. Das sind Triebwagen. Was haben wir dann da jetzt nochmal? 130. Der würde eigentlich so gleich viel kosten. Vom Betriebskosten her und von der Anschaffung her, als würde ich ihn mir selber zusammenbasteln. Es sind auch irgendwie dieselben Waggons, aber man hat halt 99 Passagiere, die man transportiert. Also, ich würde mich hier für dieses Paket entscheiden. Der fährt halt auch nur 130, also um richtig viel schneller kommen wir da nicht voran. Dann haben wir im Jahr bekommen wir so 400.000. Das ist eigentlich unsere Finanzspritze. Schauen wir mal da. Das passt. Der kann so gleich wieder voll losstarten. Warten schon wieder 11. Die Frage ist, ob wir hier diesen LKW austauschen sollten. Dann würden wir uns auch noch 10.000 Euro sparen. Weil jetzt wäre er gerade da. Wir schicken ihn ins Depot und wir kaufen uns hier einen neuen Güter. LKW, was haben wir hier für einen? Der hat 21 Platz und 62.000. Ja, da kommt aber an unserem 40-Tonner nichts vorbei. Da kaufen wir für Güter. Nein, Scheiße. Entschuldigung. Da kaufen wir für Holz. Und geben ihn der Vogtel Holz, oder?
Bist du eine Vogel? Nein, du bist die Lassanholz 2, genau. So sieht das aus. Lassanholz 2, auf geht's. Dann haben wir hier die Strecke auch schon wieder modernisiert. Was wir sonst so machen hätten müssen. Irgendwann. Die Vogtel kommt als nächstes dran. Naja, den verkaufen wir. So. Fährst du eh 80, oder? Ja. Der fährt da 80. Und hat wieder 20 mit. Sehr gut. Jetzt lassen wir das Jahr noch verstreichen. Dann schauen wir mal, wie viel Geld wir hier gemacht haben. Aber es dürfte wieder genug sein, um uns über die Runden zu bringen. 2007. Wir sind im Jahr 2007 und wir sind finanziell stabil. Wir kümmern uns in der nächsten Folge um unseren Zug, dass wir eben hier ein schönes Komplettpaket kaufen, der hier die komplette Strecke abfährt. Vielleicht werden wir auch die Strecke noch modernisieren, dass wir hier auch 300 km/h fahren können. Vielleicht kaufen wir uns einen richtig schnellen oder auch nur einen langsamen. Mal schauen, was mir bringt, weil ich speichere jetzt und wenn ich das nicht, ich kann ja dann wieder, ist halt ein bisschen cheaten, aber was willst du machen? Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.